Unterschiedlicher konnten die Voraussetzungen für ein Fußballspiel gar nicht sein als in der Oberliga-Partie 1. FC Union gegen den Torgelower SV Greif. Die Berliner, die spielten vor kurzem noch in der 2. Fußball-Bundesliga und sogar im UEFA-Cup. Und der größte Erfolg der Torgelower, eben aufzusteigen in diese Oberliga. Der größte Tag der Vereinsgeschichte, der sollte nun folgen beim Auswärtsspiel an der legendären Alten Försterei. Union Berlin, der Kultclub aus Köpenick. Hier zu bestehen, das ist ihr Ziel. Das Hinspiel haben die Torgelower mit 0:7 verloren. Diesmal soll ein Punkt her, irgendwie. Kämpfen wollen sie bis zum Umfallen. Und bloß keine Angst haben. Vor dem Wahnsinn. Wuhlheide. Der Club ist viertklassig, die Union-Fans hingegen sind erstligareif. Mehr als 5000 sind es wieder. Die Torgelower Bank so voll wie nie. Ob Schatzmeister oder Schuhputzer, dieses Spiel will keiner verpassen. Heute ist für uns alle, sowohl für die Verantwortlichen wie auch für die Spieler, einmalig. Das Fluidum in diesem Stadion haben wir immer nur vom Hören und Sehen, sage ich mal, aus Fernsehberichten. Jetzt sind wir mal live dabei, weil wir den Aufstieg schaffen. Und das müssen wir alle genießen, so wie wir alle sitzen. Ja. Damit es ein Genuss wird, muss er über sich hinauswachsen. Torwart Marcin Markiewicz. Doch der Pole ist nervös. Handspiel außerhalb des Strafraums und Freistoß für Union. Auf solche Fehler hat die Wand hinter ihm nur gewartet. Torgelow übersteht die stürmische Anfangsphase und Trainer Eckhard Erke sieht sogar eigene Chancen. Und dann die 33. Minute. Matthias Martens trifft zum 1:0 und schreibt Vereinsgeschichte. Die tapferen Torgelower führen im Hexenkessel. Kurz vor der Pause verletzt sich Volker Bernstein. Doch er beißt auf die Zähne. Solch ein Spiel gibt's schließlich nur einmal. In der 2. Halbzeit kommt Union per Elfmeter zum 1:1. Und noch sind 25 Minuten zu überstehen. Ob an der Linie oder auf dem Rasen. Die Torgelower geben alles. Und dann ist es geschafft. 1:1. Das Wunder von der Wuhlheide. Davon träumt jeder Fußballer. Wenn wir reißen uns den Arsch auf in jedem Training. Die Kulisse, Wahnsinn, vor 10.000, 12.000 Zuschauern. Riesenlob an die Mannschaft. Dass ich dann in meinem Alter noch erleben war. Danke. Für die 7:0-Blamage im Hinspiel haben wir uns sehr gut revanchiert. Nochmal. Ein 1:1 bei Union Berlin. Diesen Abend werden die tapferen Torgelower nie vergessen.